Hallo, ich bin die Petra, Physiotherapeutin und Diplom-Sportlehrerin. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ein paar Übungen zum Lockern der Schulter-Nackenmuskulatur und Faszien-Stretching. Aktiviere erst die Körpermitte, Bauchnabel zur Wirbelsäule, Beckenboden, zweiter Stock und Sitzbein höher zueinander. Stell dich etwas breiter und schwing. Ganz locker aus der Schulter. Und streck dich mit der Einatmung Himmel umarmen und Erde umarmen. Himmel und Erde umarmen. Erde umarme und langziehe Himmel. Und zieh dich ganz lang mit der Einatmung, Ausatmung loslasse. Und ein Bein zur Seite strecke, Schulterblätter nach unten. Kräftig die seitlichen Hüftmuskeln. Auf die Zehenspitze. Loslasse. Und Standbein ist leicht gebeugt. Mit der Ausatmung das andere Bein seitlich abspreize. Schulterblätter nach unten. Schulterkreise. Wir schwingen mal ganz locker. Von links nach rechts. Stell dich auf ein Bein und schwing ganz locker aus der Hüfte. Standbein leicht gebeugt. Ein Viererzeichen. Kleine Kreise male aus der Schulter. Vorne nach hinten. Wechsel mal. Standbein leicht gebeugt und Achterschwinge. Viererzeichen. Leicht nach vorne neige. Den Muskel über dem Ischias, der Piriformis. Und Schulterkreise so von vorne nach hinten. Und dann gehen wir tief und dreh dich immer auf eine Seite. Hüfte mitbewege. Knie bleibt Richtung Ferse. Und wechsel einmal die Richtung. Fang mal mit links an. Ich sag's dir spiegelbildlich. Und geh zu einem Knie und streck dich. Kannst das Bein auch anheben.
Schulternackenmuskulatur. Jetzt nach links. Also den Fuß ausstehen lassen, das Bein. Geh nochmal in eine Grätsche und neig dich nach vorne. Faszien auseinanderziehen. Wechsel mal Gewichtsverlagerung. Und Schulterkreise. Stell dich auf ein Bein und schwing ganz locker aus der Hüfte. Der Hüftbeuger, der Iliopsoas. Entspanne. Standbein ist leicht gebeugt. Große Schrittstellung, das hintere Bein leicht nach vorne drehe. Himmelstütze. Die Frontallinie dehne. Schritt etwas größer mache. Auf den Fußballe. Gehen zu die Schultern und wieder hoch. Verschiedene Winkelstellungen. Knie bleibt Richtung Sprunggelenk. Futsch zurück und wir dehnen Oberschenkelrückseite. So ein Endepo mache. Und lang ziehe. Standwaage oder hinteres Bein stehen lasse. Standbein ist leicht gebeugt. So ein Endepo. Acht aufs hintere Knie, dass es quasi über dem Sprunggelenk bleibt. Knie-Fußachse, dass du hinter ins X kommst und lang ziehe. Sehr schön. Schulterkreise. Stell dich auf das andere Bein. Und du es leicht beuge und schwing aus der Hüfte. Stell es weit zurück, etwas nach vorne aus, nach vorne drehe und Himmelstütze, Frontallinie dehne. Mache die Schrittstellung etwas größer, lass das Knie über der Ferse und Hände zu den Schultern und strecke. Ausatmung tief, Einatmung strecken. Zurück und achte, dass das Knie richtig steht. Fußspitze auf und ab. Verdehne Oberschenkelrückseite. Ja, und wir ziehen uns ganz lang. Länge spüren in der Wirbelsäule. Und rutsche zurück und dehne unser Oberschenkelrückseite. Mal ganz lang ziehe. Sehr schön. Schulterkreise. Stell dich so hüftschmal hin. Brustwirbelsäule einsauge und lang ziehe. Ja.
rund mache und strecken. Schön einrolle und lang ziehe. Brustwirbelsäule einrolle und lang ziehe. Letztes Mal. Schulterkreise. Komm in eine Stuhlposition, Knie Richtung Ferse und dreh dich auf eine Seite. Wechsel mal, Faszien auseinanderziehe. Schulterkreise. Stell dich auf ein Bein, Standbein leicht beuge und kreis aus die Schultern. Vielleicht auch Finger auf und zu. Und wechsel die Seite, Standbein leicht beuge und Schulterkreise male. Finger auf und zu. Von vorne nach hinten kreise. Und wir dehnen noch. Und stell ein Bein nach hinten. Zieh dich ganz lang. Rippen auseinanderziehe. Länge spüren in der Wirbelsäule. Sanft federn, Handgelenk umfasse. Wir klopfen uns mal auf die gleichseitige Schulter und dehne die Ellbogenstreckmuskulatur, der Trizeps. Und wechsel die Seite. Anderes Bein nach hinten, ganz lang ziehe Richtung Himmel, so sanft federn, Handgelenk umfasse, nochmal aus der Schulter ziehe, Hand auf die gleichseitige Schulter, klopfe, Streckmuskulatur dehne, der Trizeps. Und dann nehmen wir den Arm zur gegenüberliegenden Pobacke. Kopf wegneige von der Seite. Ja. Hinlächeln, Hinterkopf zum Himmel. Aufrecht, wir sagen Nein. Und nicke, sage Ja. Und dreh den Kopf einmal zur gleichseitigen Schulter. Hast andere Anteile der Halsmuskulatur, der Sternocleidomastoideus. Und wir wechseln die Seite. Kopf wegneigen von dieser Seite. Hinlächeln. Hinterkopf zum Himmel. Wir sagen Nein. Und nicke, sage Ja. Und schau auch mal über die gleichseitige Schulter. Und sich nochmal recken und strecken. Ganz lang ziehe. Beine aus der Hüfte. Arme aus der Schulter. Schöpfen für heute. Auf die Zehenspitze, Länge spüren in der Wirbelsäule. Vielen Dank fürs Mitmachen.
meinen YouTube-Kanal kostenfrei abonnieren und einen Themenwunsch in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.